Ah, er hat Probleme hier. Ja, hier muss ich jetzt aussteigen und dann geht es mit MRT weiter. Das ist die U-Bahn. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber dürfte so sein. Da unten sieht man Eisenbahnschienen. Da die Brücke, für was die ist, keine Ahnung. Auch vielleicht noch für ein Skytrain. So, jetzt muss ich mir dann nochmal mein Video anhören, dass ich wieder weiß, wohin muss. Da drüben sieht man einen schönen Springbrunnen. Ist doch gut, wenn man sowas aufnimmt. Ich muss jetzt dann zur MRT Blue Line, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, und dann nach Lampu. Also das hätte man ja nie merken können. Naja, jeder, der mich meine Videos kennt, der weiß ja, mit der Memory ist es nicht mehr ganz so gut. Na gut, man hätte es aufschreiben können, Old Style, aber wenn man dann natürlich das immer wieder abhören kann, kann man ja auch nicht allzu viel falsch machen, oder? Ah, jetzt brauche ich natürlich mein Jeton oder mein Chip wieder. Der müsste ja in meinem, hoffe ich, dass ich den jetzt irgendwo finde. Da ist er, halt, das ist er gar nicht. Da ist er, der magische Rausbringer. Ohne das Ding kommst du ja nicht raus. So, den steckt man dann hier rein. Denke ich mal. Den Token. Ja, er hat Probleme hier. Genau. Siehst du, die Dame hat ihm gesagt, wo er hin. Schmeißt das jetzt hier rein. Schon öffnet sich der Sesam. Und jetzt muss ich zur Blue Line. Ne? Super. Da sind wieder die Automaten, aber auch hier hat man wieder, kann man auch bei Menschen zahlen, sozusagen. Correct, Blue Line? Blue Line, no, go right. Go to Amri, please change the sky chain at Zilom Station. At here. Mm-hmm. At Zilom Station? Yes, we are here Bang Su. Uh-huh, okay. Uh-huh. And a blue line. Please change sky chain at BL 76. So I have to change one more time? Yes. So, but this is correct now. I can go from uh-huh. here. Okay. You buy another ticket from chain at okay. green line. Go to Kung Chun Buri. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So, but the ticket I buy here with you? Yes. And a blue line only. Okay. Uh-huh. Okay, so I'm correct, ne? Blue line here. Yes. Okay, Taurai for the ticket? 42 baht. 42 baht. And I have to go to where? Yes, Cheng Underground and go up F2. Name Saladang from BTS. Saladang, I go up to BTS yes. again. Yeah. Okay, thank you very much, very good. Ja, also ist das super. Das, ich hätte es ja jetzt, ohne die netten Damen hätte ich da schon ein Problem gehabt. Also auch die nette Dame hier wieder sehr hilfsbereit, kann man wirklich nicht anders sagen. Touristen, sehr touristen- und fremdenfreundlich, wenn man sich nicht wirklich auskennt. Na, und ich bin jetzt auch nicht allzu oft in Bangkok, also in Phuket kommt man einfacher zurecht. Kop Kon Ma Kap, thank you. One more. Oh, one more. Ein Bad noch. Thank you very much. So, hier, Sesam, öffne dich. One muss ich gehen. Wo ist der One? Also er schreibt es mir jetzt auf. Also so ganz hat es jetzt doch nicht funktioniert mit der Information. Ich bin zwar auf die 1 gestiegen, aber dann war es dann irgendwie doch anders wie gedacht. Okay, and I go to number 1 again. Also hier, ne? Number 1. Okay, okay. Kop Kon Kap. So wie man sieht, hier ist schon ein wenig voller in der U-Bahn.
muss jetzt nach Itzarapap, hat mir der gerade erklärt. So, jetzt bin ich schon eineinhalb Stunden hier im Zug. Ziemlich lang eigentlich, aber ist halt so. Vielleicht wäre es mit dem Auto genauso lang gewesen. Ist ja immer viel Verkehr, aber viel Stationen. Und jetzt muss ich dann noch einmal umsteigen, dann fahre ich mit dem Taxi noch da ins Hilden. Also es ist schon eine etwas längere Trip. Bangkok ist groß. Aber wie man sieht, jetzt ist die U-Bahn langsam wieder ein wenig leerer geworden. Es war ja gerade schon extrem voll. Aber am vollsten, was ich bis jetzt erlebt war, war mal in Shanghai. Also da war dann ein Gedränge und da waren sie wirklich wie die Ölsardinen dann im Zug. Das ging hier immer noch, es war nicht ganz so eng. Also ich glaube wirklich, dass ich das mit dem Taxi wäre schlauer gewesen, das zu machen. Aber da hat man auch einmal das Gefühl der U-Bahn und des Skytrains gehabt von Don Muang. War auch nicht so schlecht, aber jetzt bin ich dann doch froh, dass ich wieder aus der U-Bahn draußen bin. So schön war das nicht. So, schaut euch an. So, mal wieder Tuk-Tuk fahren hier. Der kennt sie nicht aus. Hilton, Hilton. Hilton, Millennium. Ani, nicht neu, Leo Qua hier. Drong Bai in Leo Qua. Hilton. Hilton, yes. Hilton Millennium. Kajai? Yeah, go long. Okay, I have the Ani Leo Qua. You know Alun. Leo Qua hier. Wat Arun da, Hilton Millennium. Oh my god. Bangkok in der Nähe vom River. Also ich glaube, in der Ecke war ich jetzt so noch nicht. Das erste Mal, dass ich diese Straße befahre, denke ich mal. Ja, mit GPS in der Hand, da geht es dann auch, aber er kennt sich nicht aus. Schöner Ausblick hier auf die City, der Angels. Super! Give me five! Yeah!